das ist eine ganz große Auszeichnung natürlich für mich, die größte, die ich je hatte. Also das ist schon eine ganz besondere Würdigung. Ja, ich bin sehr gerührt. Also die Archäer sind noch relativ wenig erkannt oder werden relativ wenig noch wahrgenommen, obwohl sie eine ganz große Rolle spielen in dem Verständnis für die frühe Evolution, sowohl bei der Entstehung des ersten Lebens auf diesem Planeten vor ungefähr 4 Milliarden Jahren, als auch bei der Entstehung der komplexeren Lebewesen. Und das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist ihre große und enorme Bedeutung in der Ökologie, also bei Treibhausgasproduktionen zum Beispiel. Ich glaube, dass in 10 Jahren die Archäer eine wichtige Rolle spielen in biotechnologischen Prozessen für nachhaltige biotechnologische Produktionen und dass sie auch massiv dann schon dazu beigetragen haben, zu verstehen, wie komplexe Lebensformen auf dem Planeten entstanden sind, Pflanzen und Tiere. Ich möchte ganz konkret also mit diesem Preisgeld tiefer reingehen in die Forschung, wie man in der Landwirtschaft mit weniger Düngemittel auskommen kann in Zukunft, weil die Überdüngung ein großes Problem ist. Ich bin im Grunde aktiver geworden in dieser Richtung, weil ich auch Gelder bekomme mit der Begründung, dass meine Forschung umweltrelevant ist. Und ich finde es natürlich auch persönlich wichtig, ja, dass sich noch mehr tut in der Forschung in dieser Richtung. Aber ich finde auch, dass ich den Auftrag habe, das zu tun. Eine ewig währende Neugierde in Wirklichkeit. Ich reise sehr gerne und irgendwie ist Forschung immer wieder auf Reisen gehen, nicht nur im wörtlichen Sinn, also dass wir Proben ziehen in der Welt, in heißen Quellen und sonst wo, sondern auch so natürlich innere Reisen und Modelle und immer wieder neue Methoden. Also einfach das Neue reizt mich immer wieder. Schwer zu sagen, warum.